So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Silent Hill 3. Ja, in diesem Part habe ich ganz viel Scheiße gebaut. Ich habe nämlich vergessen, mit meinem Fraps einzustellen, dass ich noch gleichzeitig meine Stimme aufnehme. Deswegen mache ich das jetzt gerade mit Off-Text. Das heißt, ich spreche das jetzt quasi alles nach. Und ja, das ärgert mich jetzt gerade ein wenig, weil ich wollte es eigentlich gerade fertig rendern, hochladen und dies und das und bla. Aber jetzt kann ich mittlerweile, jetzt habe ich eigentlich genug Zeit, um ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habt ihr euch bestimmt gefragt oder gewundert, warum erstmal keine Videos von mir da waren. Es lag eigentlich daran, dass ich zu wenig Platz auf der Platte hatte, weil ich habe mir einfach zu viele Spiele installiert, habe sie gezockt und ja, jetzt habe ich aber wieder Platz auf Platte. Jetzt kommen auch wieder Let's Plays von mir und gut ist. Aber ich sag mal ganz ehrlich, verpasst habt ihr. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich von dem Sound selber erschrocken. Ja, ich gucke mir gerade meine Aufnahmeszenen nebenbei an. Also es wird ein anderes Let's Play-Dings. Das ist jetzt eigentlich mehr so ein Let's Show. Ist ja, ich erzähle, gucke mir das gleichzeitig an und sag, was ich da gemacht habe. So, also auf jeden Fall, ich bin da jetzt aus dem Scheißzimmer raus, Aufzug runter, habe den ersten Stock und dann wusste ich nicht weiter. Doch, wusste ich schon. Ich glaube schon genau, da war dieses Monster im Weg. Und ja. Dann wollte ich nochmal. Ich weiß gar nicht, was mache ich da? Ey, das tut ja voll in den Augen weh, wie ich spiele. Leute, wie könnt ihr euch das angucken? Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, den Schlüssel da aufzumachen. Super. Krass. Also ich finde das ja echt, echt dämlich, wie ich spiele. Jetzt habe ich die Karte schon wieder aufgemacht. Mein Gott. Leute, ach, da sind meine Kollegen wieder. Die Haralds und die Oschwalds und die Rüdigers. Ist die Alte natürlich wieder hingeflogen, also ja. Habe ich so natürlich wieder verkackt. Ist ja der Hammer. Und dann muss ich schon wieder die Karte aufmachen. Mann, 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 Mann. So, genau, da kam ich jetzt erstmal nicht klar, weil ich mich gesehen habe. Ey, Hessa sieht da die ganze Zeit was, aber was zum Teufel sieht die denn da? Dann bin ich außen rum und da habe ich Seiten gefunden. Genau, von dem letzten Märchen. Und sie kann der Geschichte trotzdem nicht ganz folgen. Und ich wollte es eigentlich erst lesen und dachte mir dann im Nachhinein, scheiß drauf. Und hab halt alles übersprungen. Ja. Tu fui ego Tu eris. fui ego eris. What was that? So, und jetzt kommt das Geilste. Und zwar wollte ich mir die Seiten nochmal nehmen, weil ich dachte, ich könnte sie mitnehmen. Dachte mir, ah, scheiße. Geh dann raus. Bin dann Richtung Monster gelaufen, weil ich wollte halt gucken, ob ich jetzt irgendwie was Neues herausgefunden habe mit dem alten Märchen, wovon die Hälfte fehlt, meinte ich eigentlich, fehlt, ja. Und ja, da habe ich jetzt gleich bestimmt wieder auf der Karte geguckt. Ah, ne, Quatsch, ich bin erst zu der Tür, die war abgeschlossen. Dann bin ich zur anderen Tür, die war abgeschlossen, bis ich auf der Karte gesehen habe, wo zum Teufel bin ich denn eigentlich? Da bin ich natürlich zu weit gelaufen. So. Also habe ich die Tür da aufgemacht. Wollte dann Richtung Monster. Ich guck so. Achso, Gulach ist doch richtig. So, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Und erst jetzt merke ich, dass das Monster verschwunden ist. Erst ab dieser Stelle und habe mich gewundert, wollte wieder zurückgehen. Dafür so, hey, Moment, das Monster ist weg. Und ja, es ist blöd. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich das jetzt alles im Off-Text spreche und das Spiel also jetzt nicht nochmal den Part aufnehme, liegt daran, dass ich blöderweise natürlich gespeichert habe und da jetzt nicht mehr zurückkomme. Und ich will euch den Teil jetzt nicht vorenthalten. Im Grunde, ja, passiert da eigentlich nicht recht viel. Wir haben hier Cutscene und einen Bossfight. Aber da werde ich jetzt erstmal wieder die ganze Zeit am durchsuchen. Boah, jetzt ohne Witz, ich gucke mir das gerade selber an und das ohne Comments. Ich meine, ich gebe die Comments ja gerade, aber ich finde das voll langweilig. Mann, ich spiele echt so dämlich. Vor allem weiß ich ja jetzt, was ich machen musste, hätte machen sollen und so. Und es kotzt mich schon ein wenig an, wenn ich das so sehe und mir denke, lauf dahin, was zum Teufel tust du? Du bist so blöd, du bist so blöd. Aber ja, gut, was soll's. Wenn ihr Spaß an meinen Let's Plays habt, dann habe ich auch Spaß daran, euch die Let's Plays zu zeigen, zu machen, euch zu geben. Ah, nochmal ein schön tiefer Schnauf von Heather. Oh, das war auch sehr lustig. Hier hatte ich erstmal Probleme, das Apartment zu finden. Da wohnt sie nicht. Dachte mir auch so, geil. Habt ihr alles kontrolliert? Nichts. Nur Müll. Müll, 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 Müll. So, da wohnt sie auch nicht.
Und dann hatte ich komischerweise irgendwie die Zahl 106 im Kopf. Und ja, hab halt Apartment 106 gesucht. So, wollte dann halt also die Treppe hoch. Lese mir natürlich nicht durch, dass sie sagt, dass sie da gar nicht hoch soll. Und dann steht da, oh, 102. Und da dachte ich mir, wie zum Teufel kommst du auf 106? Dann war ich mir nicht sicher, ob wir 102 finden würden. Da dachte ich mir eigentlich, dass da links wäre jetzt 102. Also habe ich hier schon mal gespeichert, da. Oder habe ich mich ein bisschen gefreut, dass ich erst 2 Stunden spiele. Kam mir eigentlich ein bisschen länger vor. So, ich dachte, diese Tür, ist das 102? Nein. Da geht's nach draußen. Und ich dachte mir so, wo zum Teufel befindet sich jetzt 102? Und dann dachte ich, ist das vielleicht 102? Könnte es das sein? Ja. Und jetzt bestaunen wir eine Cutscene. In eine, ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter labern. Dad, I'm home. Aber ich lasse das jetzt unkommentiert. Something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. I'll get you for this! There's another reason to fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No, I'll never understand! You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. So, und nach der richtig langen Cutscene, gibt's einen Bossfight, den Typen, den nennen wir jetzt, wie nennen wir den jetzt? Wir nennen ihn Klaus. Das ist der Klaus, gegen den wir kämpfen. Ich wusste erstmal nicht, was er macht, deswegen bin ich erstmal ein bisschen vorne weggelaufen, weil ich dachte, er hätte sowas wie ein Angriffsmuster. Genau, ich habe das Radio noch ausgemacht, weil es mich voll genervt hat. Und, ja, ist doch gleich schon viel angenehmer so, oder? So, dann habe ich geschossen, ich habe getroffen. Und ja, mehr im Grunde mache ich eigentlich nicht. Ich schieße den Penner die ganze Zeit nur ab und irgendwann hat es auch funktioniert. Mich hat es sehr gewundert, dass der Penner auch blocken kann. Mit 2 Klingen in der Hand eine Schrotkugel-Dingsladung aufzuhalten, ist schon eine gute Kunst. Das kriegt nicht jeder hin.
Auf jeden Fall macht er sehr, sehr viel Damage und ich musste mich ein paar Mal healen. Und habe mich gewundert, scheiße, ich habe keine Gesundheitsdrinks mehr. Also muss ich meine Medikits verwenden. Und ja, da hatte mich schon ein bisschen aufgeregt. Aber sonst, wie gesagt, war es im Grunde eigentlich ein sehr, sehr einfacher Kampf. Ich bin nur rumgelaufen, habe ihn abgeknallt und dies und das. Aber ich werde euch jetzt nicht den ganzen Kampf zeigen. Da ich ja jetzt Off-Texte mache, kann ich halt auch gut günstig schneiden. Und ja, wie gesagt, wir überspringen jetzt einfach mal den Bosskampf. Mehr habe ich nicht gemacht. Es sieht genauso aus wie jetzt hier. Ich lade nach, schieß auf den, lade nach, schieß auf den. So, und nach dem Bossfight erwartet uns eine richtig, richtig lange Cutscene, wo ich mich zum Schluss auch gefragt habe, so, passt das noch alles zeitlich? Ich werde jetzt nochmal ganz kurz ein wenig labern, weil ich werde mich jetzt auch schon an dieser Stelle von euch verabschieden, sodass ihr das ja jetzt alles noch mitbekommt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es tut mir sehr leid, dass dieser Silent Hill Part jetzt sehr komisch geworden ist. Aber der nächste wird auf jeden Fall so wie die anderen auch. Also ich bitte euch sehr um Entschuldigung und so. Also tut mir sehr leid, dass es mit Off-Text unterlegt ist, wegen meiner Dummheit. Also ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bei Let's Play Silent Hill. Also bis dahin, euer Sparrix. Toodaloo. Make you feel better? I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. What do you do now? I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. Do you think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by and we'll finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave anymore.